kurz spürbare Veränderungen zu erzielen, wissen wir, dass es wichtig ist, eine Pipeline solider, bankfähiger und nachhaltiger Projekte aufzubauen und dass dies dort stattfindet, wo diese Beratungsinitiative von entscheidender Bedeutung ist. Gleichzeitig reichen solide Projekte allein nicht aus und sie müssen auch Zugang zu einer angemessenen Finanzierung haben, um konkrete Auswirkungen zu erzielen. Wir freuen uns auch, also dass die TAP auf beratender Ebene zu unterstützen, aber wir hoffen auch, dass dies nur der Anfang ist. Wir wollen natürlich gemeinsam mit der AIM zeigen, dass wir uns für die Menschen im Land engagieren, dass es uns wichtig ist, gute, angenehme, erfüllte Lebensverhältnisse überall in Thüringen zu erreichen. Denn wir sehen ja, dass es ganz unterschiedliche Herausforderungen gibt. Die Menschen brauchen ein interessantes, angenehmes wohnwirtschaftliches Umfeld. Die wollen angenehm wohnen. Sie brauchen Infrastruktur, Kindergärten, Schulen. Sie brauchen gute Straßen. Und all das wollen wir in der Gesamtheit für Thüringen erreichen. Und am Ende geht es natürlich darum, den Menschen zu zeigen, dass es lohnenswert ist, in Thüringen zu sein und hier zu bleiben, gemeinsam dieses Land voranzubringen und sich gemeinsam für Thüringen zu engagieren. Dieses große ÖPP-Projekt, wie es jetzt hier entstanden ist in Bad Lobenstein, kann ich sagen, hat sich gelohnt, für uns auf alle Fälle. Würde ich auch zu jeder Zeit sagen, okay, mich als Schule interessiert natürlich die Finanzierung weniger, mich als Schule interessiert wesentlich mehr, was kommt raus dabei. Und wenn man sich jetzt das Schulhaus, das Schulgelände anschaut, kann man zufrieden sein und ich denke, da kann man auf jeden Fall sagen, das hat sich gelohnt.